Hallo liebe Hundefreunde, Erwin vom Husky Team Bregenzer Wald. Leider werden wir des Öfteren mit Huskys konfrontiert, deren Besitzer sich vor dem Kauf nicht über die Bedürfnisse und Eigenschaften ihres Tieres informiert haben. Nur allzu oft wechseln solche Tiere in kürzester Zeit ihren Besitzer oder landen im Tierheim. Aus diesem Grunde möchten wir in unserer kleinen Serie über Schlittenhunde uns heute mit dem Wesen und den Eigenschaften von Huskys, genauer gesagt von Sibirien Huskys, beschäftigen. Der Husky ist ein absoluter Rudelhund. Er liebt das Spiel mit seinen Artgenossen. Allein sein mag er nicht. Sollten Sie berufstätig sein und niemanden haben, der sich während Ihrer Arbeitszeit um den Hund kümmert, dem kann ich von einem Kauf nur abraten. Huskys mögen keine Langeweile und möchten gerne beschäftigt werden. Stefan ist bei der Apfelernte und versorgt die Hunde mit frischen Äpfeln. Für die meisten ihrer Art ist Laufen das Allergrößte. Und sie brauchen dies auch, um ihren angeborenen Laufdrang zu befriedigen. Den Ursprung haben diese wunderbaren Hunde im nordöstlichen Sibirien. Sie galten als die Arbeitstiere der dort ansässigen Eskimos. Die Huskys waren treue Begleiter bei der Jagd und der Hundeschlitten war oftmals das einzige Transportmittel dieser Ureinwohner. Nur sehr gutmütige und arbeitsfreudige Tiere wurden zur Zucht verwendet. So ist allmählich eine Hunderasse entstanden, die dem Menschen gegenüber sehr freundlich und aggressionslos gegenübertritt. Als Wach- oder Schutzhunde können Huskys daher nicht ausgebildet werden. Huskys suchen die Kommunikation mit ihren Rudelmitgliedern. Auch leben sie im Rudel in einer bestimmten Rangordnung. Bei Rangkämpfen im Rudel kann es schon mal zu ernsten Kämpfen mit Verletzungen kommen. Dem Hundehalter sind sie meist ein treuer Begleiter und lieben es, von diesem gekrault und geschmust zu werden. Huskys gelten als schwer erziehbar. Zwar sind sie sehr intelligent und lernfähig, jedoch werden sie auch bei konsequenter Erziehung stets versuchen, ihren eigenen Kopf durchzusetzen und sich niemals bedingungslos unterzuordnen. Dass sie gute Jäger sind, ist allseits bekannt. Daher bedeutet jedes Freilassen von der Leine eine Gefahr für Wildtiere und auch sämtliche Haustiere wie Katzen, Enten, Hühner und Schafe. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Video einen kleinen Einblick in das Wesen dieser einzigartigen Tiere vermitteln. Und ich glaube, es wird jetzt höchste Zeit, die Hunde zu bewegen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Okay. Okay.